Parshva Bhadrasana ist die Seitbeuge aus der Schmetterlingshaltung. Komm in Bhadrasana und lege dann eine Hand auf das Knie. Wenn du flexibel genug bist, gib auch den Ellbogen auf den Oberschenkel und beuge dich zur Seite, ähnlich wie du es in Trikonasana machen würdest. Diese Seitbeuge hilft dir, Flexibilität in den Rippen und in der Schulter zu kultivieren und entwickelt auch die Hüftflexibilität für den Lotus wie auch für weitere Fortschritte in Bhadrasana.